Willkommen zurück zum C64 Mini und ich hab's mir einfach gemacht, ich habe wieder die Frau mitgebracht, dann brauche ich nur noch labern und gar nicht spielen. Hallo. Gut, da ist sie. Wir werden jetzt wieder eine Runde Werner Beinhardt spielen und wollen mal gucken, ob die Frau wieder in dasselbe Level kommt wie beim letzten Mal. Ich glaube, das war Level 4 oder 5, ich weiß gar nicht. Level 4. So, da ist der komische Nasenmann und dann gutes Gelingen. Es geht. Problem ist ja immer, auch wenn man in der Theorie ja weiß, wie das alles funktioniert, man darf in den ersten Leveln eigentlich nicht so viel Leben verlieren, ne? Gerade wenn man gar nicht weiß, wie... Was hab ich denn jetzt? Das war, Ich hab den vergessen wegzupacken. Du hast mich voll verstanden. Ich habe gesagt, wir dürfen nicht Leben verlieren. So, ja, gut. Dann wird's mir jetzt besser. Weil man ja immer am Anfang dieses Trial-and-Error-Prinzip natürlich immer hat. Na klar, wir könnten ja mal im Internet nach Lösungen gucken, aber das wäre ja langweilig. Ich finde einfach diese Stelle unfassbar fies. Ne? Ja, oder man muss sich entscheiden, dass man ganz runter geht und dann nach links durchrennt. So bis zu diesem Stein hier, so grob. Aber ich glaube, das ist schwieriger. Weil der lange Weg da runter. Tja. Das ist ein Versuch vielleicht mal wert. Irgendwann mal. Ja, das klappt schon mal gut. Das klappte nicht so gut. Ja, schade, dass man irgendwie keine Leben bekommen kann während des Spiels. Das wäre echt manchmal vom Vorteil, wenn man noch irgendwo an irgendeiner Stelle so ein Leben platziert wäre, dass man noch so einsammeln kann. Das auch schon schwierig ist, vom Weg dahin zu kommen. Ja, schade eigentlich. Ja gut, aber ich sag mal, wenn es vielleicht nur, ich weiß ja nicht, 10 Level gibt, dann sind 10 Leben durchaus in Ordnung. Da hätte man pro Level einen Fail. Ich weiß nicht. Aber das wollte ich mal irgendwie im Internet nachschauen, wie viele Level es da gibt. Weil ich glaube, die Spiele damals waren ja auch nicht so lang. Also ist ja nicht so wie heute, dass man da 10 Stunden plus oder 20, 30 Stunden spielt. Das waren ja immer nur so ein paar Stündchen Spiele. Die meisten Spiele kann man ja heute eigentlich in 30, 40 Minuten durchspielen, wenn man die kennt und gut ist. So, das war Level 1. Ich habe ein paar Fails hingekriegt. Ja, leider 4 Leben verloren. Genau, verwirr die mal wieder. Genau. Wenn man hier einmal rafft, dass die eigentlich direkt verfolgen, ne? Dann sind die eigentlich ganz gut zu berechnen. Sehr gut. Das Level klappt ja schon mittlerweile gut, ne? Ist so schwer. So, jetzt im Kreis hätte ich wieder. Genau, den zumachen. Und da ist man jetzt erstmal sicher. Da ist man nicht so sicher. Ja, irgendwie. Wollt er nicht. Oder wollte ich nach oben gehen. Es gab auch noch mehrere Werner-Spiele, aber ich glaube, das war doch mit das Beste, glaube ich. Weil es gab noch Werner 2. Ich meine, das war sogar so vom. Auch so, ja. Aber irgendwie nicht so liebevoll, fand ich damals als Kind schon. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, aber wenn ich da nicht so weit gekommen bin damals. Ich habe auch nie geschafft, euch zu spielen. Ich hatte auch als Kind nicht ganz so viel Geduld, wenn ich ehrlich bin. Oh.
Das war gut. War zwar ein bisschen chaotisch, aber gut. Und dann habe ich als Kind auch immer bei solchen Spielen recht schnell aufgegeben. Ich hatte aber auch das Talent für solche Spiele nicht so. Ich habe dann mehr so Sportspiele immer gespielt. Da war ich dann besser drin. Und die Sportspiele spiele ich ja heute noch. Wie zum Beispiel mein heißgeliebtes Microcross Soccer. Sehr gut gemacht. Das klappt ja schon mal ganz gut. So, jetzt sind wir wieder hier. Weiter kamen wir letztens auch nicht. Sehr gut. Und so einsperren. So, jetzt würde ich sagen, nach ganz unten, oder? Und dann rechts hier in die Lücke. Oder so. Und dann da hoch. Nee, ich meinte jetzt dann wieder den wegmachen und dann wieder hoch in die Lücke. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich unten der einfachere Weg ist, ne? Später. Ich nicht durch. Nee, hier durch, später. Ja, sehr gut. Was ist denn eigentlich da drin? Ja, genau, da oben links. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dies muss nur noch den. Mach erstmal da oben alles weg. Nicht, dass der wieder nochmal zurückkommt. Genau. Und jetzt gehst du hier runter, genau. Und jetzt, wenn der da gleich links ist, dann machst du das da weg. Und jetzt gehst du schnell zum Ziel. Ja, sehr schön. Das klappt ja hervorragend. Jo. Die verfolgen mich alle einfach nur durchrennen, glaube ich. Genau. Und hier kannst du Pause machen, weil da kommt ein Stein runter. Ah. Und die siehst du, die sind alle ungefähr gleich in der Bewegung. Das heißt, wenn der aus ist, musst du hoch. So, dass der, genau. Und Stein. Und das musst du unten genauso machen. Wenn der obere anfängt zurück, also wenn der ungefähr auf der Höhe zu, genau, und, oh, sehr schön. Ach du großer Gott. Wie wollen wir das denn machen? Ich bin jetzt gerade am Gucken. Alles Freiraum erstmal. Ja, gut, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Na, das Stückchen. So. Ja, aber nur, wie will man das machen? Jetzt hinterher. Ah, genau, hinterher, wie so ein Lemming. Niste hoch. Oh, da kommt wieder zurück. Du musst dazwischen. Sehr gut. Ah. Hä? Ah, wegen der Mauer. Ja. Ich muss die weg. Du musst die weg, genau, du musst alles wegmachen. Und dann musst du den wieder, dann verfolgt er dich diesmal. Und dann kommt, dann haut er links gegen die Mauer, dann verfolgt er dich die ganze Zeit. Was aber schon, nicht ohne das Level. Genau. Der Mecker in der Karte kommt noch. So, wenn die alle zurückgehen, gehst du hinterher. Sehr gut. Ah, das ist hektisch. Okay, Knöpfchen drücken, dann geht's weiter. Wenn ihr gerade irgendwas Meckerndes gehört habt, geht mal da unterm Schreibtisch weg. Bank, großer Kater. Ich hab's so schnell freigemacht. Ja, zwei Versuche haben wir noch. Warum verweilt gerade der Kater unterm Schreibtisch? Boah. Das war sehr knapp. Schon wieder. Warum bleibe ich nicht sprech denn da stehen? Ich weiß nicht. Du bist zu hektisch. Du bist zu konzentriert. Genau, vollkommen fertig mit den Nerven. So, und wieder warten. Also ich glaube, da kam ich halt. Das war zu, okay, ich glaube, jetzt ist Game Over, glaube ich. Oder haben wir noch einen Versuch? Ich glaube, das war's. Okay, wir machen aber noch eine Runde. Ich glaube, das schaffen wir noch. Eine Runde. Eine Runde geht noch so genau. Ich glaube, der wird durch. Ich muss ja wieder. Das wieder. Okay, wir versuchen noch mal eine Runde. Mal gucken, ob wir. Oder meine Frau. Noch mal zu diesem Level hinkommen von eben. Das wäre ja echt eine feine Sache von dir. Genau, enttäusch unsere drei Zuschauer nicht. Direkt durchzustarten. Wo man ja eigentlich sagen muss, jetzt so rückwirkend betrachtet, die letzten Level waren eigentlich nicht mehr so schwer wie die ersten, ne? Ne, ich finde die auch. Bei der anderen muss man ein bisschen mehr mit Taktik spielen. Das ist eigentlich nur ein bisschen auf Geschwindigkeit und abpassen des richtigen Momentes, um auszuweichen. Ne? Manchmal bleibt man halt mal irgendwo hängen. Also ich
finde das auch, also. Ich möchte unbedingt mal versuchen, ein Glücksrad zum Laufen zu kriegen. Das wird ein Spaß, wenn wir mal zusammen Glücksrad spielen. Da muss ich mich immer daran erinnern, an diesen Comic von dem Zeichner Uli Stein. Da ist das Wort, heißt es Redewendung, und da steht da, dumm bleibt dumm, soll das heißen, aber das Einzige, was noch fehlt, ist das L. Und dann hat er an das Glücksrad gedreht und sagt dann, ich kaufe ein N. Deswegen, das war eigentlich ein ganz witziger Comic, aber anhand deiner Reaktion merke ich, erst zum Erzählen nicht so witzig. Sehr gut. Sehr stark, okay. Das klappt ja langsam richtig gut, ne? Zwei Leben verloren, kann man mit leben. Jetzt machen wir den mal platzieren. Genau, wir machen dem mal so ein Wegchen. Sehr gut. Auch sehr gut. Noch besser. Und somit hätten wir eigentlich schon das zweite verlorene Leben aufgefangen. Leben. So. Ja, sehr gut. So, da sind wir sicher. Da sind wir nicht sicher. Ist dir aufgefallen, immer wenn ich an dieser Stelle sage, da sind wir sicher, stirbst du danach? Dann lass es doch. Ich glaube, ich sollte das nicht mehr sagen. So, da sind wir nicht sicher. Siehst du schon, klappt es. Auch sehr schön. So, jetzt kommt der nochmal. Reicht es eigentlich nicht? Okay, nee, mach du mal so, wie du meinst. Wenn man da nach links gegangen wäre? Sorry, ich weiß es nicht. Okay, jetzt kommt die hektischen Kollegen wieder. Dass ich auch so hektisch werde. Ja, sehr gut. Ich möchte heute erwähnen, dass heute sich mein Handy zweimal abgeschossen hat. Und alles nur wegen einem Update. Fand ich weniger witzig. Ich möchte gerne, dass dieses Upgedate aufhört. Kann man das machen? Dankeschön. So, jetzt geht das wieder los da. Auch sehr stark. So, mit 7 Leben jetzt in Level 5. Das ist schon nicht ohne. 4. Ja, ich kann nicht zählen. Tut mir leid. Doch 5. Okay, das hätten wir jetzt auch geklärt. Okay, das war auch gut. Ich glaube, du musst es aber erst runter. Jetzt musst du da oben rein. Zurück. Und ist da hoch. Oh, da hoch. Ah, schade. Da hab ich reingekommen. Nee, hab ich gesehen. Knöpfchen drücken, genau. Also, bang, bang, bang. Immer mit dem Kopf gegen den Stein. Okay. Die interessantere Frage wäre, ob dieses Spiel genauer mit einem Game-Controller zu spielen wäre. Ich glaube aber nicht, ne? Schade. Das war auch nicht gut. So, da wir ja jetzt unser Standmikrofon haben, können wir ja auch bald mehrere Play-Together machen. Vielleicht mal so beim C64 so die Olympiade. Das wäre mal was Schönes. Genau. Du musst auf jeden Fall einsperren, weil sonst kommt er zu dir. Das haben wir dann schon gesehen. Der mag dich. Genau da hoch. Ja, und da auch sehr gut. Ja, da ganz links, genau, sehr gut. Und jetzt kommt er, glaube ich, nee, kommt er nicht hinterher. Jetzt machst du da erstmal wieder alles weg, da oben, oberhalb. Ja. Sehr schön. So, genau. Sobald der unterste anfängt zurückzugehen, musst du dann hoch. Und dann hinterm Stein hast du quasi einen Safe Point.
Und da dasselbe, sobald er da oben zurück. Sehr gut. Also ist eigentlich gar nicht so schwierig, das ist, ne? Das würde ich sagen. Genau, das ist schon eine andere Hausnummer, obwohl das eigentlich auch gar nicht so kompliziert ist. Weil das sieht erstmal natürlich nach viel Gewusel aus, ne? So, jetzt gehen die zurück, jetzt verfolgen wir die. Wie so ein Lemming. So, dazwischen warten. Oder dazwischen warten. Lass ihn mal zurückgehen, genau, dann kannst du dich in Ruhe positionieren. So, warten. Und wenn der und dir vorbei, dann hinterher. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Ach du großer Gott. Ja, wie willst du das denn machen? Boah, das heißt ja, der muss dich verfolgen und dann musst du hier rein. Das war nicht so gut. Ich glaube, du hast immer so einen kleinen Checkpoint quasi, dazwischen so, dich zu positionieren. Ja, ich muss die Linie da oben bestimmt trotzdem wegtun. Nee, glaube ich gar nicht, weil du kannst so einfach runter, dann bleibt er da hin und her. Achso, das meinst du. Ja, genau. Das schade. Okay, damit sind wir Game Over und ich würde sagen, wir beenden die Folge. Ein hervorragendes Spiel von dir. Und danke. Bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81 Plus Frau. Tschüss.